Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind beim neuen Interview hier auf der Aktionär TV. Wir sprechen heute darüber, wie das Jahr 2022 für die Börse war. Es war ja ein sehr schwankungsintensives Jahr und ob sich das vorziehen wird in das nächste Jahr, darüber spreche ich mit Oliver Roth von Oddo BHF. Herr Roth, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wie haben Sie denn das Jahr 2022 an der Börse erlebt? Ja, ich glaube, das war tatsächlich für die meisten Protagonisten eins der anstrengendsten Börsenjahre überhaupt. Wir haben natürlich hohe Schwankungen gehabt, sowohl was die Handelsvolumen angeht, wie auch was die Preise angeht. Wir haben Anfang des Jahres im Januar eigentlich einen durchschnittlichen Januar gehabt, eigentlich so wie immer mit leichten Zuwächsen. Und dann kam natürlich die große Überraschung, die alles dann letztendlich übertragen hat und alles überragt hat. Das war natürlich der Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine. Danach hat sich eigentlich das Gesamtbild völlig verändert. Und jetzt gehen wir, sage ich mal, mit einem blauen Auge aus diesem Jahr heraus, wo wir ja zwischenzeitlich auch deutliche Verluste zu verzeichnen hatten. Der Ukraine-Krieg hat ja quasi die Energiekrise weiter ins Rollen gebracht. Die Inflation hat das noch mal weiter angetrieben und die Notenbanken haben reagiert. Wir hatten ja im letzten Jahr auch so einen Jahresrückblick, Jahresausblick miteinander so ein Video gedreht. Und das habe ich mir noch mal angeschaut. Da haben wir darüber gesprochen, dass die Fed eigentlich 3 Zinsschritte für 2022 geplant hatte. Letztendlich wurden es 7. Denken Sie, das war strategisch klug oder hat das den Aktienmarkt zu stark belastet? Also die Federal Reserve Bank hat ein Stück weit einen anderen Auftrag als die EZB. Da geht es nicht nur um Geldwertstabilität, das ist einer der Aufträge, sondern eben auch um Unterstützung der Wirtschaft, sprich Vollbeschäftigung. Und von daher hat die Federal Reserve Bank einfach nur den Auftrag erfüllt, nämlich zum einen die Zinsen so anzuheben, dass es die Wirtschaft nicht nachhaltig zumindest schädigt. Zumindest mal war das die Absicht. Und darüber hinaus natürlich, dass man Inflation bekämpft. Gegen Ende dieses Jahres kann man sagen, dass es zumindest Teilerfolge gibt. Denn auf der einen Seite ist die Vollbeschäftigung weiterhin vorhanden. Man hat irgendwie 3,7, 3,8% Arbeitslosigkeit. Das ist für amerikanische Verhältnisse Vollbeschäftigung. Und auf der anderen Seite hat man durch die 7 Zinsschritte die Inflation, zumindest mal jetzt, sprich November, zum 5. Mal hintereinander senken können. Und wir liegen jetzt bei 7%, 7,1%. Das sind zumindest mal erste Erfolge, die zumindest hoffen lassen. Denken Sie, dieser restriktivere Kurs, was die Geldpolitik angeht, von Seiten der Fed, aber auch von Seiten der EZB, dürfte sich auch in das nächste Jahr fortziehen? Und wenn ja, mit welchen Auswirkungen? Also wenn man die Zinsen anheben muss wegen der Inflation, dann hat man natürlich auf der anderen Seite immer auch Sorge, ob es die Wirtschaft eben abwirkt, weil es natürlich in den Wirtschaftskreislauf, in den Geldfluss letztendlich direkt eingreift. Das Ganze muss man letztendlich dann als Notenbank im Gesamtkontext sehen. Und die Notenbanken werden natürlich auch im kommenden Jahr die Zinsen anheben müssen. Die Federal Reserve Bank eher jetzt mal irgendwie 0,25% in den nächsten Zinsschritten. Da ist man schon bei 4,5% und will eigentlich aktueller Stand auf 5% kommen. Das heißt, da hat man nicht mehr viel, weil man halt schon früh angefangen hat mit der Zinssteigerung. Bei der EZB ist das völlig anders. Man hat sehr, sehr spät angefangen, in dieses Rennen einzusteigen, in den Kampf gegen die Inflation. Da liegt man aktuell beim Niveau von 2,5%. Und das Ziel hier sind 4%, 4,5%. Ergo sieht man, die EZB hat da noch deutlich Nachholbedarf. Und das Ganze möchte man natürlich einerseits machen, um die Inflation zu bekämpfen, aber möglichst ohne die Wirtschaft nachhaltig zu schädigen. Das ist so ein Balanceakt, von dem man tatsächlich immer erst im Nachhinein sagen kann, ob es funktioniert hat. Und womit rechnen Sie als Börsenexperte? Denken Sie, die ganze Rezessionsangst am Markt und die Unsicherheit von Seiten der Anleger ist gerechtfertigt? Oder kann man auch optimistisch in das neue Jahr gehen? Also in der Tat, Sie haben es gesagt, ist der Markt sehr, sehr pessimistisch. Die Stimmung ist mies, das sogenannte Sentiment. Das ist wirklich schlecht. Wir sehen auch auf der Zinsseite an Marktebene eine inverse Zinsstruktur. Das deutet darauf hin, wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen Zinsen, das deutet darauf hin, dass man vom Markt tatsächlich von einer starken Rezession ausgeht. Die Volkswirte wiederum, das ist die andere Seite der Experten, gehen tatsächlich von einer, wenn überhaupt nur leichten Rezession, auch eine kurzen wirtschaftlichen Abschwächung aus. Und von daher wird man abwarten müssen, wer von beiden recht hat. Und das ist tatsächlich im Moment, und das sieht man natürlich auch an dieser Stelle, relativ schwer vorauszusehen.
wenn der Krieg in der Ukraine eben noch anhält, dann ist grundsätzlich alles möglich, eben auch über steigende Energiekosten, gerade jetzt auch im Hinblick auf China, die wieder ihre Tore öffnen. Da könnte eben die Nachfrage nach Öl beispielsweise deutlich wieder ansteigen. Und das alles zusammen birgt mit Sicherheit verschiedenste Risiken, die man gesamt noch nicht ganz absehen kann. Fakt ist aber, dass wir zumindest mal im ersten Vierteljahr sehr schwankende Märkte weiterhin haben werden mit großen Verunsicherungen. Mhm. Herr Roth, lassen Sie uns darüber sprechen, was das jetzt konkret für die Anleger bedeutet. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, man soll das Geld aus Aktien rausnehmen, long ist nicht, und eher auf Anleihen setzen. Was sehen Sie denn fürs nächste Jahr kommen? Werden Aktien wieder attraktiver? Ich glaube in der Tat, dass Aktien wieder attraktiver werden. Sie werden aber nicht mehr das Niveau erreichen, wie wir es eben jetzt über 10 Jahre hatten, wo wir praktisch künstlich die Zinsen niedrig gehalten haben, gerade auch in der Europäischen Union, um letztendlich auch die südlichen Länder möglichst nah an den Geldtopf heranzubringen und sie zu vernünftigen Konditionen auch sich refinanzieren zu lassen. Wir werden also im kommenden Jahr definitiv sehen, dass die Aktienmärkte sich im Verlauf des Jahres meines Erachtens tatsächlich erholen. Wir werden aber erstmal gerade auch in den ersten Monaten dieses Jahres bis hin in den Sommer sehr schwankende Märkte sehen mit großen Schwankungen, mit großen Unsicherheiten. Und dann werden Aktien durchaus wieder interessant, nämlich dann, wenn man die Rezession tatsächlich in der Form absehen kann, dass sie eben nicht so stark kommt. Also nicht wie die Märkte sehen, sondern eher wie die Volkswirte das voraussehen. Und dann kann man tatsächlich wieder in Aktien investieren. Darf man das so verstehen, dass das einfach ein weiteres Jahr wird, wo Rücksetzer möglich sind und Anleger einsteigen können auf lange Sicht, um dann in 5 oder 10 Jahren von den Aktien zu profitieren? Was denken Sie? Ja, genau. Also wir haben jetzt dieses Jahr aktuell zumindest mal liegen wir irgendwo so bei 12% im Minus. Wir waren im DAX auch schon bei weit über 20% im Minus. Und wir werden eventuell auch ähnliche Schwankungen im kommenden Jahr sehen, wobei ich die 20% Minus eher, sage ich mal, in dieses Jahr packe wie ins kommende. Dennoch, wenn es deutliche Abschläge gibt, dann sind Aktien durchaus interessant. Und da gibt es ja auch viele Aktien, gerade auch im amerikanischen Sektor, Technologiewerte, die haben teilweise zwischenzeitlich 2/3 ihres Börsenwertes verloren. Das ist mit den reinen Resultaten, die die Unternehmen erwirtschaften, überhaupt nicht vereinbar. Das heißt, es gibt billige Aktien und da kann man auch einsteigen, aber das sollte man tatsächlich erst dann wieder machen, wenn eine Rezession, eine Abschwächung der Wirtschaft einigermaßen moderat absehbar ist. Und dann kann man durchaus auch wieder in Aktien investieren. Haben Sie einen Favoriten, in den Sie 2023 investieren möchten? Also ich glaube grundsätzlich, ohne da jetzt Einzelaktien zu nennen, dass alle die Aktien, die natürlich in diesem Jahr extrem abgestraft wurden, durchaus dann im kommenden Jahr sehr interessant sein könnten. Und da gehören natürlich zum einen Konsumtitel dazu und da gehören sicherlich auch der ein oder andere Finanztitel dazu, die man deutlich abgestraft hat. Von was ich derzeit allerdings abraten möchte, ist in der Tat Immobilientitel, denn da haben wir mit steigenden Zinsen und größeren Refinanzierungskosten durchaus noch große Risiken im System, nicht nur bei den Immobilien selbst, sondern an der Stelle dann auch vielleicht bei der ein oder anderen Bank, die sich verstärkt eben auf Immobilienfinanzierung auch konzentriert hat. Oliver Roth, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz lieben Dank für Ihr Interesse an dem Jahresausblick auf das Jahr 2023 mit Oliver Roth. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Kommen Sie gut ins neue Jahr und machen Sie es gut.